Dieser Schilling ist jeden Euro wert. Tom Schilling, jetzt bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Willkommen, Freundinnen und Freunde der Fernsehkultur, Westermann, Alsmann, Zimmer frei. Wer ist heute unser Gast? Unser Gast ist ein wirklich großartiger, wunderbarer Schauspieler. Und es gibt nur zwei Menschen in Deutschland, die Anzüge mit derart lässiger Eleganz zu tragen verstehen. Er und er. Und dieser Er ist unser lieber Gast heute bei Zimmer frei, Tom Schilling. Danke. Tom, willkommen. Danke, dass du wagen es. Super, vielen Dank. Ja. Komm. Bitte den Platz. Dankeschön. Ich bin schon Toll. Verheiratet, aber ich nehme sie trotzdem. Ja. Danke. Haben wir irgendwie ein Behältnis für die schönen Blumen? Toll sind die. Vielen herzlichen Dank. Ganz schön. Gerne. Ich dachte, wenn man eingeladen wird, dann muss man was mitbringen. Ne? Ja. Platz so. Hier beiden. Ah, da okay. kommt schon was. Danke. Fantastisch. Jörni, zeig mal. Gib hier zu mir. Guck mal. Jörni Schumacher, einer der bekanntesten Eimerlieferanten Deutschlands. Fantastisch. Und wenn man jemanden einlädt, muss man ihm auch ganz viel Gutes tun. Wir haben dir das Essen kochen lassen, was du dir wünschst. Blöd ist, dass ich keinen Hunger habe, aber... Was magst du nicht? Dass ich keinen Hunger habe. Ich dachte, das war ich zu aufgeregt. Das geht mir genauso. Ich mag keine Gans. Was? Nein, ich dachte, er sagt jetzt, ich mag keine Gans. Erstmal. Zum Wohl. Tschüss. Herzlich willkommen. Wir trinken uns den Hunger jetzt an. Zum Wohl. So geht's, oder? Tom hat gerade gesagt, er hat ja keinen Hunger vor Aufregung, weil in einer Talkshow zu sitzen, ja, ist der pure Horror für dich. Ja, Horror. Macht dir einfach klar, das ist eigentlich eine Essshow. Kochshows gibt es genug, Essshows gibt es nur eine. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, Tom, jetzt? Dass man selbst sein muss? Ja, aber ist das nicht im Gegensatz zu meinem Beruf, ja. Aber du könntest uns was vorspielen, wir würden es gar nicht merken, weil wir uns gar nicht kennen. Ja, aber das gelingt mir nicht, weil ich kein Drehbuch habe, ne? Ah. Okay. Aber du kannst dir doch was ausdenken. Du kannst doch Improvisationskünstler sein. Nee, überhaupt nicht. Okay. Es gibt so Improvisationstheater und so, da habe ich einen heiden Respekt vor. Ja. Aber es liegt mir gar nicht. Ich werde dann ganz, ganz stumm und still. Was wäre denn eine richtig schlimme Frage? Eine richtig schlimme Frage? Mhm. Ich finde, es gibt keine... Die schlimmen Fragen sind die langweiligen Fragen. Ja. Und langweilig ja. wäre Wie war das damals, als du den Hit mit Major Tom hattest? Nee, das... Wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass einer auf den Witz verfällt. Oftmals ist es auch kein Witz, ne? Wenn die Leute fragen, irgendwie, ob ich nicht mal so ein Lied gehabt habe. So. Ich hatte sie für älter gehalten, Herr Schilling. Ja. Wir haben dein Lieblingsrotwein. Möchtest du Rotwein trinken? Oder? Ja, von mir aus gerne Rotwein. Leider haben wir keine Gäste. Wir haben ja noch so ein lustiges Mixgetränk. Was ist denn mein Lieblingsrotwein? Im Zuchthäusler Becher. Moskau Mule? Oder ist das Moskau Mule? Das ist Moskau Mule. Hast du gedacht, der Moskau Mule wäre ein bekannter Rotwein? Warum eigentlich nicht? Alle mal leichter. Was ist das? Wodka, ich habe keine Ahnung. Aber du hast es doch bestellt. Ich weiß, ja. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Wolltest du was Neues kennenlernen? Ich trinke das schon ziemlich oft, aber ich weiß gar nicht, was drin ist. Ach so. Außer Gurke, weil das sieht man ja auch. Macht ne? das betrunken? Scheint immer das macht ziemlich so. Betrunken. Das macht betrunken. Dann ja, ist Christine, dann lass dich nicht hier, dann würde ich sagen, kommt du dir keinen Zweifel an. So, Tom, was passiert, wenn man mit deinem Foto auf die Straße geht und den Leuten zeigt? Was glaubst du? Dass sie wenigstens mich kennen. Okay. Fast richtig, wir gucken mal. Fast richtig. Wer ist dieser Mann? Tom Schilling. Ja, schon mal gesehen. Oh boy. Peter Schilling. Peter? Heißt der nicht so? Ja, ich habe ihn gesehen in der wunderbaren Serie Unsere Mütter, unsere Väter. Was ja. tippen Sie, wie alt er ist? Ich sage jetzt einfach mal 38. Alt. 29. Der ist so 32 oder so? 34.
Er macht jetzt auch Musik. Was glaubst du, was ist das für ein Stil? Was macht er für Musik? So ein bisschen Alternativ-Rock. Noch mehr so Richtung Grönemeyer, würde ich sagen, ja. Deutscher Hip-Hop. Chansons. Blues, Swing. Wie gefällt dir denn sein Style? Auf dem sehr klassisch, sehr konservativ. Ja, kannst dich mal ein bisschen rasieren, der kratzt ein bisschen. Also eigentlich ein ganz unprätentiöser Typ ist das, ne? Also kein Aufgesetzter. Ja, ich würde ihn nicht, oh Gott, nee, sonst sag mal nicht. Ja, bitte, ich würde ihn nicht ablehnen. Frau Lanina, so ein Anzug ist doch ein perfektes Kleidungsstück für einen Mann, oder? Ja, kommt drauf an, wer drin steckt. Unser Zimmerfreund und unsere bezaubernde Assistentin Nina. Nina nach Fußgängerzone in Mitteleuropa. Und es geht um unseren heutigen Zimmerfreigast Tom Schilling. Tom Schilling trägt Anzüge nicht nur gern, sondern sehr gern und eigentlich immer. Mhm. Dass du den jetzt heute Abend anhast und mit Bedacht ausgesucht? Nee, es war der Einzige, der in der Reinigung war. Also der nicht in der Reinigung war? Oder der sauber? Der in der Reinigung war. Ja, ja, also der frisch gereinigt ist. So, der, frisch, der eine Bügelfalte hat und so. Aber hast du dich noch nie gesehen? Es empfiehlt sich, mit einem alten Anzug zu kommen. Das ist egal. Das ist egal. Ich geh mit meinen Anzügen recht, wie sagt man? Unzimperlich. Richtig. Fällt mir gerade nur an. Mittlerweile habe ich erfahren, was in diesem Getränk ist. Es handelt sich um eine Kombination aus Ingwerbier und Wodka. Ein bisschen gewürzt. Schön in die Birne. Und ich muss sagen, dazu noch schön Salatgurke. Ja. Was halt so gibt in Sibirien. Was? Oder ja? In Berlin-Mitte. Trinkt man das. Sollen ja fast deckungsgleiche Begriffe sein. Ne? Was passiert, wenn du einen Anzug trägst? Verändert dich das? Mittlerweile nicht mehr, aber ich mache das schon nicht so lange wie der Götz. Aber so seitdem ich 18 bin, habe ich mir das irgendwie angewöhnt. Am Anfang. Ich habe auch im Alter angefangen, also genauso lange. Machen Sie was, klatschen Sie, sonst ist der Abend gelaufen. Übertreiben. Aber es ist doch, es ist doch auch klasse, dass es so einen einfachen Weg gibt, wirklich allen anderen zu sagen, ich gehöre nicht zu euch. Ja, das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich das angefangen habe zu machen. Ne? Weil vorher habe ich das irgendwie durch andere Sachen versucht. Also ich war so Satanist und ist auch ganz kein Überzeuger. Ich war nebenbei noch Protestant. Also ich, bin zum Gottesdienst gegangen und so. Das war in der Phase, wo man alle drei Monate eine neue Subkultur ausprobiert. Absolut, ja. Und dann habe ich einfach irgendwann beschlossen, vielleicht reicht auch einfach ein Anzug, um sich abzugrenzen. Was macht man denn als sagen wir mal, Teilzeit-Satanist so? Also erstmal ist man extrem traurig. So. Also man muss traurig, also vielleicht muss man gar nicht traurig sein, weil es macht ja auch Spaß. Ja. Man muss sehr sensibel gucken. Man muss sehr, sehr sensibel gucken und eher auf der dunklen Seite. Und dann trifft man sich natürlich nachmittags nicht irgendwie auf dem, wo trifft man, im Jugendclub, sondern auf dem Friedhof. Oder wenn es draußen regnet, dann ist man zu Hause und hört depressive Musik oder so. Oh mein Gott. Wie kommt man nicht nachmachen, Nummer, Kinder. Wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Indem man älter wird und sich selbst lächerlich findet. Gibt es eigentlich noch Fotos von damals? Ja, bestimmt. Hm. Ja. Frage ist sinnlos, weil wir machen. Seid ihr doch beim Satanismus? Ja. Ich schon. Tom ist nämlich darüber hinaus noch was anderes. Er war das eine, aber er ist immer noch das andere. Ich bin ein begeisterter Tennisspieler. Ja. Ein sehr begeisterter Spieler. Und wir möchten gerne diese beiden Aspekte deines Lebens mit dir gemeinsam zu einem Spiel verwursten. Okay. Und dazu müssen wir uns umziehen. Also wir ziehen uns jetzt diese Umhänge an. Brauche ich Bewegungsfreiheit dafür? Na, die kriegst du woanders. Okay. Du kannst die Jacke anlassen, ich tue es auch. Bildest du bitte den Umhang zu? Falsch rum, Christine. Umhang auf links, da wird man zum Engel. Du willst Satanist sein. So. So. Nicht Florence Nightingale, sondern Lucifer.
Und hier in diesen Tennisschlägern, in diesen original satanistischen Tennisschlägern aus der Zimmerfrei, da sind noch rote Handschuhe und kleine Hörnchen drin. Wenn ihr euch die noch rausnehmt und aufsetzen wollt, dann können wir mit dem Spiel rucki-zucki weitermachen. Guck mal hier. Ja. Warte, die Hörnchen sind hier. Nee, Moment, Christine, das sind ja jetzt eigentlich, naja. Hörnchen ist Hörnchen. Hier sind auch noch Hörnchen ist Hörnchen, sprach das Mädchen zum Matrosen. Hier. Dom, kommst du zu mir? Ja, du siehst ja wirklich. Man merkt gleich, dass du uns also einen definitiven Informationsvorsprung voraus hast. Wir stellen uns jetzt hier hin und warten darauf, dass Tennisbälle aus der satanistischen Tennisballmaschine in unsere satanistischen Tennisschläger geschossen werden. Und dazu brauchen wir einen Fachmann. Bitte, der Satan möge kommen! Und wer die meisten Bälle fängt, hat gewonnen. Ist egal. Völlig egal. Wer die meisten Bälle fängt, hat gewonnen. Und? Meister der Dunkelheit. Also ich weiß nicht, ich finde, wir sollten immer ganz sorgfältig nachzählen, wer dieses Spiel gewonnen hat. Christine, Hut ab, bei mir, wir wollen darüber schweigen, aber ich denke, der Gewinner ist Tom Schilling, meine Damen und Herren. Tom kann saugut. Bitte? Tom kann saugut Tennis spielen. Das hat man gemerkt. Und trotzdem sagt er in der nächsten Saison, du spielst auch Verbandsmeisterschaften und sowas. Irgendwas spiele ich ja. So, und du verlierst aber dauernd. Meistens, ja. Ja, und das hast du dir vorgenommen, die nächste Saison willst du nur verlieren. Ja, um in der übernächsten Saison nur zu gewinnen. Aber warum machst du sowas? Gewinn doch einfach mal. Das ist so einfach. Man muss den Sportkommentatoren auch Stoff geben. Letzte Saison sah er noch wie ein Verlierer aus, aber in dieser Saison strahlt er wie ein Phönix aus der Asche, Tom Schilling. Und da ist er im Wimbledon-Endspiel 2048. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Tennis spielen würde, hätte ich vielleicht auch deine Anzuggröße. Aber was bringt einen genau zu diesem Sport? Ich, keine Ahnung, es war bei mir, glaube ich, ein Zufall. Ich habe mit 20 wieder angefangen, irgendwie Squash zu spielen und dann fand ich das aber irgendwie doof. Und dann dachte ich eigentlich, Tennis ist irgendwie so die Königin der Sportarten. Hast du beim Squash gewonnen oder verloren? Schon eher gewonnen, ja. Das ist aber langweilig, das war total blöd, eine oder? Frage, also ich meine, es gibt eher mal einen besseren, ne? Das ist ja das Problem. Aber Tennis, keine Ahnung, ich kann es nicht so gut erklären. Das macht einfach... Gut, dann reden wir jetzt einfach mal... Spaß. Reden wir über... Ja? Unser Kollege Andreas Korn hat einen Menschen getroffen, mit dem du unglaublich gerne zusammenarbeitest, deinen Lieblingsregisseur. Ja. Und damit das auch alles passt, wird jetzt in dem Film wenig geredet und es ist wenig Farbe, damit er ein bisschen an euren Riesenerfolgsfilm Oh Boy erinnert. Bitte. Hallo, ich treffe heute den preisgekrönten Regisseur des preisgekrönten Films Oh Boy. Und dafür brauchen wir natürlich eine angemessene Stimmung. Mach doch mal hier was. So, danke. Jan Ole. Andreas. Wer, wie und vor allem warum Tom Schilling? Wer, wenn nicht er? Warum schwarz-weiß? Weil es einfach besser aussieht. Sag mal, du bist natürlich beides für Tom Schilling. Du bist sein Regisseur, du bist sein Freund. Als Regisseur musst du ihn da jetzt am Set wahnsinnig betüteln. Ist ihm das wichtig? Was braucht er? Wie arbeitet er? Wie würdest du das dann beschreiben? Er
bereitet sich gut vor, weil er die Überraschung hasst. Also er ist niemand, der die Improvisation sucht und liebt. Aber er schätzt das geschriebene Wort sehr und hat einen großen, großen Respekt für Autoren. Ich glaube, daher kommt auch sein Wunsch, selber irgendwie jetzt Songs zu schreiben. Auf verquere Art und Weise kommt es, glaube ich, aus der Richtung, weil ihm das mit der Schauspielerei aus irgendeinem Grund nicht mehr reicht. Jan-Ole, erstmal bis hierhin. Ja. Vielen Dank. Lass uns mal einen kleinen Moment nachdenken, ja? Ja. Können wir nicht noch auch ein bisschen über mich reden? Ungern. Wie ist das mit ihm hier zu saufen und zu rauchen? Kann er sich hier so richtig gehen lassen? Also er ist jetzt niemand, der peinlich wird, wenn er trinkt oder wenn er mal irgendwie einen zu viel getrunken hat. Also er wird nicht laut, er wird jetzt nicht irgendwie, stellt sich nicht auf den Tresen und fängt an zu singen oder so. Aber man kann schon auch mit ihm ausgehen, sehr gut sogar. Was magst du denn an Tom Schilling besonders? Was schätzt du an ihm? Viele Dinge schätze ich an Tom. Also es gibt auf der einen Seite seinen unverwechselbaren, einzigartigen Humor und ja, eigentlich immer authentisch ist, weil alles, was er macht, irgendwie verankert ist in einer Erfahrung. So. Also das heißt, er ist immer echt und das, was er macht, wirkt nie irgendwie behauptet oder verklärt. Wie könnte denn der nächste Film, Jan-Ole, mit Tom Schilling aussehen? Nur schwarz. Nur schwarz? Mach mal kurz, mach mal nur schwarz. Ja, was ist das denn? Jetzt sieht man doch überhaupt nichts mehr. Was soll denn das? Ja, Tom ist so gut, der kann sogar im Dunkeln. Ja, yes, come on. Hat alles mit. Es geht um unseren Zimmerfreigast Tom Schilling. Warum ist so jemand ein Lieblingsregisseur? Weil er so klug ist. Weil er mich geistig stimuliert. So. Und der ist so an einer inneren Wahrheit interessiert. So. Der gibt sich nicht zufrieden mit Blabla. So ganz viele Szenen, die man so drehen muss als Schauspieler, die sind auch immer so, hat man alles schon gemacht. Und irgendwie wird auch nicht so richtig viel erzählt, außer vielleicht ein bisschen Informationen ausgetauscht. Und damit würde er sich nicht zufrieden geben. Er sucht immer irgendwie das Besondere. Und das muss nicht irgendwas was ganz Ernsthaftes sein, es kann auch eine Komik sein, aber er hat irgendwie einfach einen guten Blick auf, sehr, sehr genauen Blick auf die Welt und auf Menschen. Nicht alles, was bei so Dreharbeiten gesprochen wird, kommt dann auch im Film vor, weil da einfach kein Platz ist. Und wir kriegen ab und zu so Informationen nebenbei und er hat über dich gesagt, die größte Herausforderung für Tom Schilling ist Tom Schilling. Bin ich selber. Mhm. Ganz was, falsch, weiß nicht. Oder? Nee, was für ein kluger Satz, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich behaupte, er ist der klügste Mensch, den ich kenne. Mhm. Der ist richtig, der Satz. Total. Ja. Ja. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach alles schwarz machen? Ich hab gerade gedacht, wir könnten. Wir haben so einen wunderbaren Satz in unserem Fragebogen. Was würden Sie gerne besser können? Mhm. Da hast du drei Dinge aufgeführt. Die erste war, schauspielern können. Sag mal, du bist mit Preisen überhäuft. Alle sagen, wie großartig du bist. Und du möchtest gerne? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Ich möchte, es gibt immer Sachen, die man ja, klar kann man. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie rausgeht und sagt, ich kann es eigentlich am besten, dann muss man es ja auch nicht machen. Nee, natürlich nicht, aber man kann. Also würde mir jetzt nicht sofort als erstes einfallen, ich wäre gerne eine bessere Journalistin. Aber wird von Künstlern nicht immer auch Demut dem eigenen Talent gegenüber gefordert, sodass man sich sagt, ich könnte es vielleicht sogar noch eine Nummer besser hinkriegen? Ich behaupte ja, dass ich bei ganz vielen Sachen auch eine gesunde Selbsteinschätzung habe, nämlich was ich kann und was ich nicht kann. Aber trotzdem würde ich ja die Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie nicht kann, gerne können. Ja? Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Daniel Brühl oder von Johnny Depp. Und die haben sowas
was man jetzt auch chargig nennen könnte. Oder die, ja, die haben die Möglichkeit auf jeden Fall zur Charge. Ja. Und die hätte ich gerne auch. Aber ich nehme mich einfach selber... Ich muss erklären, was das ist. Ich nehme mich einfach selber viel zu ernst. Und das ist manchmal echt ein Problem. Wir müssen erklären, was chargieren bedeutet. Also das heißt im Grunde eine typentypische Schauspielvariante abrufen auf den Punkt. Das wurde früher auch gern beschimpft mal eine Zeit lang. Aber, ja, aber ich finde es ganz toll. Davon hat Humphrey Bogart jahrzehntelang erfolgreich gelebt. Ja? Absolut. Oder wie sie alle heißen. Apropos Humphrey Bogart, Johnny Depp oder Daniel Brühl, alles fantastische Schauspieler. Aber keiner von denen hat, was wir haben, nämlich ein original gewaltfrei getöpfertes australisches Aborigines-Gefäß. In diesem Aborigines-Gefäß befinden sich Zettel. Und diese Zettel beinhalten Ängste, Phobien. Du bist ein Mann, du hast es freimütig zugegeben, der immer wieder von Ängsten geplagt ist, privater Natur, beruflicher Natur. Und ich glaube, viel mehr Menschen sind von Ängsten geplagt, von Phobien geplagt, von allem, was es in diesem Bereich gibt, als sie es gerne zugeben wollen. Wir möchten es auf unsere zimmerfreie Art verarbeiten, wir beiden, und wir laden dich dazu ein, mit einem kleinen Spiel. Wie gesagt, hier sind Zettel drin, wir nehmen jeder einen Zettel raus, halten ihn in die Kamera. Das Publikum kann sehen, was draufsteht, die anderen Mitspieler nicht. Und dann werden wir versuchen, diese Ängste, Phobien, was immer draufsteht, nachzuarbeiten, indem wir einen kleinen viereckigen Kubus hier vorne hinstellen, wie eine Art Podest, auf dem eine Statue steht. Diese Statue werden wir formen, mit Hilfe von einem oder mehreren Gästen aus dem Publikum. Wir können also diese Gäste, die sich wie Gliederpuppen verhalten sollen, formen, um pantomimisch oder als Stillleben diese Ängste darzustellen. Ja. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Überhaupt kein Problem, weil Christine Westermann es vormachen wird, meine Damen und Herren. Sie wollten in die erste Reihe. Nee. Doch, natürlich. Sie wollten schon immer mal ins Fernsehen. Bitte schön. Ich soll erraten, was das ist? Was das für eine Phobie ist, ja? Flugangst. Ja? Nein, bleiben Sie, falsch. Ist falsch. Ja, ist aber falsch. Es liegt daran, dass ich es falsch erklärt habe. Nochmal, genau. Siehst du ein bisschen aus, wolltest du die Hand massieren? Ja. Können Sie in die Knie gehen? Ja, dann machen Sie mal. Ja, das, so? Da möchtest du die Männer sehen, die Knie. Ja. Und jetzt? Wenn es nicht Flugangst ist, was dann? Angst vor Vögeln. Sexangst. Vielen Dank, Sie waren großartig. Ah, ich hab zwei. Bitte? Zwei. Das Publikum darf es nicht sehen. Das Publikum soll es sogar. Soll es sehen, okay. Ja, das ist das Prinzip des Spiels. Oh, okay. Du machst schon den Arm hoch. Da. Kann kein Blut sehen. Ja. Super! Kenn ich von mir. Kenn ich von mir. Das war einfach. Wie heißt die Angst? Hämatophobie. Sie. Bitte alle runter. So. Und Sie. Und Sie auch. Von Menschen. So, genau. Jetzt alle. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Auf Kommando. So, pass auf. Alle kapiert? Eng zusammenrücken. Das muss wirklich an die Macht, die geballte Macht des Volkes sein. So, und dann. Mich natürlich. So, und jetzt. Und los. Oh.
Ich würde sagen, Soziophobie. Nee, nochmal, nochmal. Ich gehe so lang und ihr seht mich und ihr wisst Bescheid. Scham? Aber Scham ist keine Angst. Scham ist keine Angst, nee. Gelotophobie, die Angst, ausgelacht zu werden. Dankeschön. So, Christine, das war's. Vielen, vielen Dank. Das war ein schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Wie nennt man? Mein Getränk. Ah. Ich hätte so gerne eine Zigarette, aber. Ja, ich trau mich nicht. Hat einer eine Fluppe für unseren Gast? Bitte? Wir haben noch einen Feuerwehrmann. Ja, das ist kein Problem. Der Feuerwehrmann kann ja daneben stehen. Guck mal, Max, soll ich dir das reinschütten? Soll ich deinen trinken? Ja, bitte, sonst bin ich ganz gut. Dann benutze ich das als Aschenbecher. Ja, mach. Ein Dreifach hoch, ist da eine drin. Guck mal. Der Opfer hat seine letzte Zigarette. Edler Spender. Du bist einer, ich weiß gar nicht, also eine Phobie ist es natürlich nicht, aber eine Angst, du verreist nicht gerne. Ja, nicht so gerne. Warum nicht? Das ist, am Ende des Tages ist, glaube ich, eine Form von Kontrollverlust, oder? Ne? Dass man so sich noch nicht auskennt, noch nicht weiß, wie das so funktioniert alles. Also ich fühle mich eigentlich am meisten wohl an einem Ort, an dem ich schon mal war. Und dann bin ich ganz übermütig und... Aber kannst du mal Verunsicherung gegen Neugier eintauschen? Schwierig. Ja? Ah. Ja? Du warst in New York und hast schon morgens Wodka getrunken, damit du das über die Runden kriegst, den Tag. Ja. Und hat geklappt? Ja, ist dann auch so nach 2 Wochen ist es auch nicht mehr nötig. Ah ja. Okay. Nein, nein, da trinkt man den Wodka auch ohne Grund. Woher kommt denn dieses Hadern, dieses Zweifeln, dieser innere Kritiker, dieser ich kann nicht, ich will nicht und vielleicht passiert was? Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es so nicht genügen, die Angst vorm Nicht-Genügen. Ja? Also, als ich nach New York gegangen bin, hatte ich hier auch schon ein paar Filme gemacht, aber da bin ich halt hingegangen und war halt just another German with stupid money, you know? Also, weil im Prinzip kauft man sich in diese Schule da ein. Die hat zwar einen sehr renommierten Ruf. Wir müssen es einfach mal beim Namen nennen. Also, viele Schauspieler schreiben Strasberg. Und dann denkst du, das ist quasi, da steht ein Viertelmeter unter Anthony Perkins und Marilyn Monroe, aber da darf jeder hin. Genau, da darf jeder keine hin, Aufnahmeprüfung der oder Geld sowas dafür bezahlt, genau. Ja. Und im Prinzip, also ich war in einer Klasse mit einer Prada und mit einer Missoni-Tochter. Also das sind schon eher so Leute, die mal gucken, so, was das Leben so bringen könnte. Ne? Wenn man dafür bezahlen kann. Ja, wenn man dafür bezahlen kann. Mhm. Aber steht jetzt die Schauspielerei nicht im Vordergrund, habe ich das Gefühl. Ja. Aber wenn du gerade gesagt hast, die Angst nicht zu genügen, wem denn? Dir oder den anderen? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Aber ich kann nicht die Erste sein, das musst du dich doch dauernd fragen, oder? Nee, weil ich beschäftige mich natürlich am... ungern mit solchen Sachen. Aber du beschäftigst dich mit dir selbst, oder nicht? Ja, aber das sind ja so ganz konkrete Fragen. Ach so, du bleibst lieber im Leben. An der Oberfläche, ja. Das ist, im Prinzip ist es ja die Frage von der Henne und dem Huhn, oder? Dem Ei vielleicht. Genau. Oh Mann. Geht denn? Ich glaube, Christine, darf ich aber einhaken? Ich versuche das so zu beobachten, filtere so für mich meine eigene Erkenntnis. Also ich glaube, was du hier versuchst rauszuarbeiten, ist der generelle Unterschied zwischen einem Künstler und einem Journalisten. Nee, ich will gar Journalisten, nicht. Journalisten halten es sich zugute, mit einem ständigen Fluss von Neugierde auf alles zu gucken. Und das ist bei Künstlern nicht unbedingt der Fall. Aber Journalisten, und da sind wir nicht Journalisten im Allgemeinen, sondern ich im Besonderen, und da sind wir uns sehr ähnlich, haben große Selbstzweifel. Hm. Also denken, irgendwann wird einer merken, ich bin nicht gut genug. Und deswegen insistiere ich so, weil ich vielleicht was wissen möchte von dir, was ich noch nicht weiß. Über diese Selbstzweifel und dieses Hadern. Erstmal würde man natürlich sagen, ja, natürlich vor den anderen, dass die anderen irgendwann kapieren, ich kann diesen Beruf gar nicht. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel so Spiele machen muss.
Ja, mhm. Und so, also ich schwitze und sterbe tausend Tode, wenn wir zu Hause. Ne, hier geht's noch. Ich bin jetzt auch angesüffelt, aber. wenn wir so im Freundeskreis Charade spielen, ja, also. Das ist da alleidig Höllenqualen, weil ich denke irgendwie, die Leute gucken dann besonders genau auf mich und gucken, wie macht denn der das so? Und wenn sie dann sehen, dass ich mich damit genauso aber abmühe oder noch schwerer tue als andere, dass sie dann vielleicht denken könnte... Guck, der Dünnbrettbohrer, da ist ja, er. Ne? So. Deutscher Filmpreis, ich lach mich kaputt. Geht denn bei dir, Tom, auch richtig überschwänglich, leichtsinnig, wagemutig? Mhm. Müsste man meine Freunde fragen. Ich weiß nicht, Jan-Ola hat ja gesagt, das geht mit mir, aber so ein Stück Kontenance, glaube ich, versuche ich immer zu bewahren. Jan-Ola hat auch gesagt, du hättest einen super Humor. Und du sagst selbst, du würdest Leute gerne besser zum Lachen bringen. Ja, ich umgebe mich halt gerne mit Leuten, die ich als extrem lustig empfinde. Und ich mag halt an meinen Freunden besonders das, was ich an mir vermisse. Was ich an dir vermisse, ist, dass du bei all der Lebenserfahrung, die du schon sammeln konntest, eine noch nicht hattest. Aber da wollen wir Alphilfe schaffen. Es geht um das legendäre Zimmer frei! Das Zimmer frei! Das Zimmer frei! Danke! Das Zimmer frei Bilderrätsel, ein Lebnis wird das ja präsentieren. Und es gibt einen Begriff zu erraten. Du kennst das Prinzip und hier geht's los. Das Zimmer frei Bilderrätsel. Es ist wirklich deswegen, wegen einer einzigen kleinen Erbse muss ich jetzt hier diese degradierende Sache machen. Was ist? Eine einzige kleine Erbse, 55 Grad ist es gewesen. Es war nicht, ich bin ein Sternekoch und jetzt muss ich mich hier mit diesem Kram auseinandersetzen und der ganze Kram zusammenbrötteln hier. Ich weiß es nicht, ich habe wirklich einen Hals. Ich habe jetzt schon einen Hals. Wenn ich nicht wenigstens eine Portion hier gemacht hätte, dann hätte ich mal richtig. Und wenn ich rauskriegen würde, dass hier in dieser Küche geraucht worden wäre, dann hätte ich aber mal richtig einen Gab am Laufen. Oh, das sage ich dir. Aber nee, ich mache es ja gerne, natürlich. Sicher, ich bin ganz entspannt. Warum auch nicht? Hier ein bisschen Zwiebelchen rein, weißt du? Also, da wollen wir ruhig gucken. Es sieht doch gut aus. Es ist doch ein leckeres Essen geworden. Da kann man sich doch nicht beschweren, oder? Verdammt noch mal hier! So, was haben wir gesehen? Was Tolles! Markus Kirschbaum, meine Damen und Herren! Bleib mit der Rolle. Was sehen wir da? Was tut er? Also erstmal kocht er. Das ja, genauer. Ist so, ja, er genauer. Regt sich auf. Nein, kochen mit dieser Pfanne, was macht man damit? Schwenken? Ja, so mal. Braten? Sehr gut, sehr gut. Er brät. Ja, aber er brät. Wie brät er? Mit Hass. Richtig, er isst. Was? Wie er isst. Er isst Brat. Er isst stinkig? Stinks. Stinksauer. Ja, sehr gut. Ja. Was macht er also? Also er kocht vor Wut. Nein, was? Das erste Wort hatten wir schon. Stinken? Nein. Braten. Ja. Brat. Und du hast das andere Wort auch schon genannt. Ja. Warum geht's zusammen? Bratsauer. Bratsauer ist ein schönes Wort, noch nie gehört. Versuch's mal andersrum. Ihr Kind ist Sauerbrat. Sauerbrate! Markus, das ist Markus Kirschbaum, meine Damen und Herren. Ganz ohne Hilfe. Der Wahnsinn. Und dafür gibt es natürlich bei Zimmerfrei Bilderrätsel einen Preis, den Zimmerfrei Fanschaft für Tom Schilling, meine Damen und Herren. Wie unangenehm ist dir das eigentlich, dass hier in der Sendung lauter Überraschungen sind? Du hast nichts vorbereiten können. Das du ist eigentlich der Horror. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber es ist auf der anderen Seite auch ganz fantastisch. Bist du gerade so warm? Ist der Horror so eine Idee zurückgegangen? Erstmal ist er zurückgegangen. Und außerdem habe ich so vor ein paar Monaten beschlossen, dass ich nur noch Sachen mache, die mir richtig Angst machen. Super Kompliment. Ja. Vielen Dank. Da richtig, weil mir die am meisten Spaß machen. Oh, danke. Richtig Angst könntest du jetzt haben, Zimmerbesichtigung. Okay. Und wir gehen raus. Okay. Statt hoch. Dort? Ja, bitte. Und dein schönstes Kindheitserlebnis hast du geschrieben. Oh, guck mal, super Service von unserer Requisite.
Dein schönstes Kindheitserlebnis, Tom, war der erste Kuss in einem Jugendferienlager. Ja. Irgendwie habe ich gedacht, glaube ich, dass ich jetzt erwachsen bin. Ne? Oder dass es irgendwie, dass es so viel gibt, was ich noch nicht kenne. Und ich war so, ich war sehr dankbar dafür, für diesen Moment und für die Erfahrung. Hat dich das in irgendeiner Form fürs Leben geprägt, dass du gedacht hast, so ist es? Diese Erinnerung ist auf jeden Fall eine, die für mich am wichtigsten ist. So, weil das halt so eine, wie ich finde, so eine magische Zeit ist. Ne? Also Adoleszenz. So, ne? Also so, für mich war das vor Pubertät, glaube ich sogar. Aber dass man so, so was gespürt hat, was da alles auf einen zukommt und in so einer abgeschwächten Form, aber schon so eine Idee von all der Lust und von all dem Verlust auch hat. Was war mehr, Lust oder mehr Last? Es war beides in einer sehr guten Balance, finde ich. Also es ist immer auch noch so, wie ich es auch gerne mag. So, ich kann ja auch, also ich glaube, ich schätze das Leben schon gerne. So, und ich mag mein Leben und ich mag irgendwie auch irgendwie, wenn es schwierig wird. Auch wenn es schön ist, also ich kann mich auch sehr gut entspannen und mich an Dingen freuen. Aber diese Freude, die kann ja auch nur entstehen, wenn man auch den Verlust spürt. Also wenn es immer in so einer Balance ist. Du hast Kinder, noch klein. Also ein Sohn ist 8, glaube ich. Ja. Das könnte in 2 Jahren soweit sein, in 4 Jahren. Hast du eine Ahnung, wie du ihn darauf vorbereiten könntest? Auf gar sowas? Nicht. Ja. Willst du auch nicht oder wirst du nicht tun? Nee, gar nicht, weil ich finde, das hatte auch diese Zeit, die war für mich auch so magisch, weil die nichts mit meinen Eltern zu tun hatte. Und weil ich mich so frei und gefühlt hatte und das Gefühl hatte, zum ersten Mal existent zu sein. Ja? Und also meine, nicht Kind zu sein, sondern ich selbst und fern von meinen Eltern. Meine Eltern hatten damit nichts zu tun und so. Und ich hatte auch schon so andere Episoden, wo ich irgendwie so sehr, sehr schweren Liebeskummer hatte und, glaube ich, eine Woche lang nicht gesprochen habe und am Abendessen immer geweint habe. So, meine Eltern waren total verstört und dachten, dem Junge ist irgendwas passiert. Und dabei hatte ich nur Liebeskummer. Und ich wollte es aber nicht mit meinen Eltern teilen. Ist für Eltern aber ganz schön schwierig, oder? Total, ja. Also, ja. Hast du Angst davor, wie es sein wird, wenn man Vater ist und solche Kinder hat? Also ich meine, das ist total positiv. Ja, nee, überhaupt nicht. Weil ich gönne den Kindern das total. Ich finde das irgendwie schön und versuche auch gar nicht, oder ich hoffe, dass ich das nicht versuche, daran so teilhaben zu wollen oder so nachzubohren. Aber so einer der schönsten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe, war Boyhood. Und das geht so um so einen Jungen, der so aufwächst. Und der hat mich so berührt, weil man einfach nur an diesem Jungen dran war und was er so alles erlebt auf seinem Weg zum Erwachsenen. Hast du jemals noch so schön geküsst wie damals? Oder viel schöner? Anders. Das habe ich gehofft, dass du das sagst. Vielen Dank. Wir gehen wieder rein. Okay. Danke. Da seid ihr ja schon wieder. Meine Damen und Herren, nach diesem schwierigen Spiel, nach diesem schwierigen Interview, für mich schwierig, weil ich überhaupt keine Luft mehr habe, muss ich ganz ehrlich sagen, fragt man sich natürlich, wir hatten gerade schon so ein wunderbares Spiel mit unserem original gewaltfrei getöpferten australischen Aborigines-Gefäß, ein Klassiker, beziehungsweise, glaube ich, seit 1999. Wir fragen uns, kann man das toppen? Natürlich, man kann es toppen mit einem Spiel mit dem größten gewaltfrei getöpferten australischen Aborigines-Gefäß der Welt! Und hier befinden sich Zettel, na Riesenzettel, passend zum Gefäß. Auf diesem Zettel ist jeweils der Name eines Helden, eines gigantischen
Riesen der Geschichte, der Literatur, der Politik, der Comicstrips, der Augsburger Puppenkiste, der Tarzan-Filme, des Alltags. Helden gibt es überall verzeichnet. Und wir werden versuchen, nun diesem Helden ein musikalisches Gesicht zu geben, dank einer improvisierten Opernarie. Und das geht natürlich nicht ohne wirklich Musik, die uns sozusagen ein harmonisches Rückgrat einzieht. Und dafür zuständig ist unser famoser Pianist Paul Hombach. Also einer zieht diese Karte raus, zeigt sie in die Kamera und dann müssen wir alle mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir zeigen diesmal nicht in die Kamera. Wir zeigen nicht in die Kamera. Mein Gott, wir zeigen nicht in die Kamera. Wer hätte das gedacht? So, egal, mach, was du willst, der Rest wird rausgeschnitten. Okay. So, müssen wir raten, was sie singt, wen sie singt, wen sie besingt, wer sie ist. Ich bin so schwer. Ich bin so schwer wie tausend Wildschweine. Und meine Feinde sind die Römer. Und als Kind hatte ich ein furchtbares Erlebnis. Er meint, es wäre Obelix. Ich sage, es ist Cindy aus Marzahn. Obelix, fantastisch. So, und nun Tom. Und das ist der Text, den man singen muss? Nein, da steht nur der Name des Helden drauf. Den Rest musst du dir selber ausdenken. Ach so. Okay. Hast du es wieder reingeworfen? Nein, ich hab's nicht. Okay, wow, interessant. Ich war da, wo noch niemand vor mir war. Für ihn ein kleiner Schritt. Und Houston hatte ein Problem. Ich war da, wo noch niemand war. Oder vielleicht war da auch schon jemand. Aber ich war da und ich habe meine Fahne da reingesteckt. Harald Junke. Okay? Fahne, entweder Harald Junke oder Neil Armstrong. Neil Armstrong, großartig. Oh Gott sei Dank habe ich was zu trinken. Bitte was Spätromantisches. Wir können dir auch noch einen besorgen. Ja, gut. Ich war natürlich Weltmeister als Trainer und Spieler. Ich war kein Vorbild für safer Sex. Und ich habe einen Titel, den es schon lange nicht mehr gibt. Und wenn ich aus der Tiefe des Raums dem Netzer sagte, verpiss dich, denn hier gibt's nur einen Kaiser und der bin ich, dann haben alle gesagt, da ist er, ein Weiser, der Kaiser, der Kaka-Kaiser, der Kaka-Kaiser, der Kaka-Kaiser, der Kaiser. Der Kaiser, der Kaiser, der Kaiser, der Kaiser, der Kaiser, der Kaiser. Hier bin ich. Ein schweres Rätsel, oder? So. Oh, schade. Mein Lied war wahrscheinlich zu kurz. Schade. Großartig. Vielen Dank, Paul Hombach, meine Damen und Herren. Großartig. Hey, schön. Vielen Dank. Tschüss. Ins Wohnzimmer. Mhm. So, hier steht schon der Nächste. Okay. Ja, die Welt ist wie ein Wunder. Unser Kollege Andreas Korn war in Berlin und war sehr privat bei dir. Und danke, dass wir in eure Wohnung kommen durften. Bitte schön. Also noch nicht Wohnung, aber gleich. Wenn Tom Schilling einen freien Tag hat, dann spielt er Tennis. Ja, und wenn es regnet, dann
dann geht er ins Kino. Aber natürlich nur OMU, original mit Untertitel. Doch in der Realität, ja, sieht es bei dem jungen Vater oft ganz anders aus. Kinderspielplatz. Manchmal darf Tom aber auch einfach nach Hause zu seiner Verlobten Annie. Und das ist sie, die wunderschöne Verlobte von Tom. Sag mal, ihr beiden, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt beim Dreh in Litauen, bei dem Dreh zu Unsere Mütter, Unsere Väter. Und genau, abends in der Bar. So stressbedingt hatte ich leider so einen kleinen Lippenherpes. Und der erste Spruch, den ich von Tom hörte, war, ey, was hast denn du da? Und daraus hat sich dann irgendwie... Die Liebe meines Lebens oder natürlich seines auch. Ja. So, das kam dann. Aber geknutscht habt ihr dann am ersten Abend sicherlich dann nicht? Nee, das war ja... Nicht so gut. Was verbindet euch beide so ganz besonders, würdest du denken? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, weil wir uns ganz gut ergänzen. Mhm. Ich glaube, er schätzt an mir eher eine Leichtigkeit und Lebensfreude. Das, was, ja, so. Und ich schätze an ihm, dass er Sachen auch gern noch mal hinterfragt und dann auch mal tiefer guckt und dann halt auch bei mir so Sachen rausgekitzelt hat. So, ich glaube, das ist das, was uns verbindet. Ja, und hier liegt Tom dann nach so einem anstrengenden Dreh in seiner Badewanne und spielt mit seinem FC Bayern Quietscheentchen. Krass, der ist echt so ein Fußballfan, oder? Ja, naja, aber Oscar halt auch. Oscar ist fußballverrückt. Ja. Ja, und apropos verrückt, wir sind ja gerade in eurem Badezimmer. Es wirkt ja auch etwas ungewöhnlich, ne? Ich sehe Tapete, ich sehe dieses Quietscheentchen und sehe diese tolle Fotowand. Wer sind denn so die Helden, die wir jetzt hier an der Wand sehen? So, ja, Toms Helden, also sein Allerüberheld, also Gott, ist Gott, Nick Cave. Nick Cave. Er hat alle Platten, ich glaube, er kennt alle Texte, war auf allen Konzerten hier. Wollen wir die FC Bayern-Ente noch mal singen lassen, dann freut Tom sich vielleicht noch mal? Bestimmt. Ja. Und Oscar auch. Ich eher nicht so. Nee? Bist kein Fan? Nein. Ach. Ich war Dortmund-Fan als Kind. Ja. Ente gut, alles gut. Tschüss. Ja, das ist, was man unter einer Mischehe versteht. Dortmund-Fan und Bayern-Fan in einer festen Beziehung. Bist du auch Fan oder ist dein Sohn nur Fan? Nee, ich finde Bayern schon auch ziemlich gut. Na prima. Dafür muss man sich auch nicht rechtfertigen. Nein, muss man überhaupt nicht. Also jeder hat seinen Lieblingsverein, alle anderen Vereine verblassen dagegen. Christine ist FC Köln-Fan zum Beispiel. Preußen-Münster. Ja, Preußen-Münster. Hör mal, das war ja ein super Start für die Beziehung. Du siehst jemanden total attraktiv und du sagst, hey, ganz schön Herpes da. Ja. Aber Hauptsache ein Kompliment, ey, ne? Nee, anders. Also ich habe das. Das hat sie natürlich nicht. Es hat nicht an ihrer Schönheit gekratzt. Nein. Im Gegenteil. Aber in so Aufreißer-Ratgebern, die ich natürlich nicht gelesen habe, steht ja aber auch, dass manchmal ein Dämpfer am Anfang ein ganz guter Start ist. So. Ja, sehr, sehr schön. Ich wüsste gerne mal, was du gesagt hättest, wenn sie keinen Herpes gehabt hätte. Was fehlt denn da? Du möchtest deine Kinder, du hast zwei, zu Ehrlichkeit erziehen? Oder du versuchst es? Und zu Pünktlichkeit? Wie erzieht man einen Achtjährigen zur Pünktlichkeit? Oder warum will man das? Weil ich so wie die meisten Leute, ich muss total pünktlich sein. Wenn ich einen Film drehe, dann habe ich so Abholung 6.35 Uhr. Ja? Und dann muss ich aber auch 6.35 Uhr unten sein, sonst klingelt das Telefon und dann kriege ich Ärger. Das muss man noch mal sagen, das ist das Leben eines Filmstars. 6.35 Uhr ja. Dann abgeholt. Ja? Aber so, das heißt ja nicht 6.40 Uhr oder 45 oder so, sondern es ist dann 35. Ja? Also es fehlt nur noch, dass sie mit 33 oder so anfangen. Und dann kommt dazu, dass ich halt einfach auch selber so irrsinnig ungern auf Leute warte. Mhm. So, wenn der mal hier sitzt in 20 Jahren, dann sagt er, mein Vater,
hat mich vielleicht genervt. Er wollte immer das. Hm. Und heute bin ich ihm dankbar. Genau. Apropos dankbar. Du wirst sehr, sehr dankbar sein für die schöne Aktion, die wir uns jetzt für dich ausgedacht haben. Christine, welche Farbe nimmst du? Ach, es ist eigentlich alles furchtbar. Okay, also, du hast schwarz, Christine hat blau, ich habe rot. Ist das richtig? Ja, oder gelb, ist das egal. So, wir werden uns jetzt intensiv den Mund anmalen mit dieser Farbe. Du wirst dich gleich fragen, warum. Keine Bange, ich erkläre es dir. Weißt du was, wir machen? Ja. Nee, ist egal. Was machen wir? Völlig egal. Einfach. Komm, trau dich. Okay. Hey, was hast denn du da? So, wir haben dort in diesem Karree 3x3 Personen mit verschiedenfarbigen Mützen. Und diese jeweils drei Personen haben einen geheimen, geflüsterten Lockruf für uns drei, für jeden Einzelnen. Die einen werden sagen, Tom, Tom, küss mich. Die anderen werden sagen, Christine, Christine, komm. Und die anderen werden sagen, Götzi, Götzi, ich will ein Kind von dir, das Übliche halt. Und dann, und wir werden uns dann versuchen, im Dunkeln dadurch zu ringen, ja, um die ausfindig zu machen und auf ihre herrlichen Münder zu küssen. Im Dunkeln deshalb, weil wir hier drei Schlafbrillen haben, die wir jetzt aufsetzen werden. Wir gehen aber zuvörderst ins Karree. Christine, hier ist deine Schlafbrille. Und sobald wir nichts mehr sehen können, werden sie anfangen zu flüstern. Und wir versuchen, diese drei ausfindig zu machen und zu küssen. Das kann man ganz leicht überprüfen anhand dieser diskret aufgebrachten Lippenpflege. Ja? Ja. Seid ihr soweit? Jetzt bin ich ein bisschen am Schleudern. Ja, das geht uns allen so. Bitte schön. So, ich bin jetzt zweimal zu Potte gekommen, das weiß ich. Ich bin einmal. Nur wir beide. Ich weiß noch nichts zu sehen. Naja, aber irgendwie die Richtung. So, wer ist von mir geküsst worden? Dieser junge Mann da, großartig. Und dieses attraktive weibliche Geschöpf. Wir haben nicht zueinander gefunden. Was war los? Ich weiß nicht. Bin ich Ihnen zu alt oder was? Ich war einfach nicht in der Gegend, ja? So, Tom, wie viele hast du geküsst? Ich habe zwei, aber ich weiß nicht, ob ich die richtigen geküsst habe. Also zwei zu einem. Die beiden haben gewonnen, meine Damen und Herren. Nee, ich habe nur einen. Wie, nur einmal? Nein, er. Er hat gewonnen, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt kommen noch drei. Sieht super aus. Ein Traum, oder? Christine. Ah. Komm. Komm, da ist der Tom. Tom macht auch Musik. Ja. Ja, du hast es, also du hast es versucht, oh Gott. Du machst es. Ja, weil ich gerade an die Nummer denke, dass du es gemacht hast und deine Eltern nicht dazu eingeladen hast. Also in der Bar jeder Vernunft in Berlin mit den Jazz-Kids. Nee, in der Bar des Deutschen Theaters. Oh Gott, ist egal, aber in der Bar. Auch ein schöner Laden. Ja. Genau, und da waren diese Jazz-Kids da und sind relativ beeindruckt von dir und das erzählen sie jetzt mal warum. Lieber Tom, für dich haben wir gestern gebrainstormt und das ist dabei rausgekommen. Er kriegt Sachen hin, wirklich, von denen man denkt, er kriegt sie nicht hin. Er hat auch ein Sixpack, er ist ein sehr sexuell, sehr attraktiver junger Mann. Ja?
So sehr attraktiv. Wir hatten unseren ersten Gig ja hier und ich saß genau hier an dem Flügel und wir kamen rein und hier saßen so 300, 400 Leute und ich setzte mich hin und wollte gerade anfangen und Tom stieß mich an und das ist deine Schuld. Er hat einfach echt super Taste, man fühlt sich immer schlecht angezogen, wenn man neben ihm steht. Immer latent underdressed. Latent underdressed. Ja, aber es ist, wir haben ihn aber auch schon einmal im Proberaum mit einer kurzen Hose gesehen. Richtig. Und Bomberjacke. Und eine Bomberjacke. Bayern-Fan. Er ist Bayern-Fan. Er ist Bayern-Fan. Mit ihm kann man super Fußball schauen. Ja? Ich gucke sehr gerne mit ihm Fußball. Er probt sehr früh um 9, das ist ein bisschen verstörend. Wir haben einen Freund, für den sind wir immer da. Mit C2H6O ist das Leben wunderbar. Und Tom. C2H6O? Möchtest du nicht weiter drüber reden, ne? Doch, können wir ist drüber es reden. Ist es Hasch oder was? Nee, C2H6O ist mir mal, ich finde Musik schreiben sehr, sehr schwierig. So. Also mir fällt nicht so oft was ein, was ich gut finde. Und wenn ich in so Phasen bin, wo mir gar nichts einfällt, dann versuche ich trotzdem was zu schreiben. Und das ist ein Trinklied. Also C2H6O ist die Formel für Ethanol, also für Alkohol. Ja. Ja. Also es ist ein Trinklied, es ist eine Ode an ich glaube, C2H6O wäre ein schöner Titel für das große Zimmerfrei-Fanbuch. Das ist sehr peinlich, wir machen was anderes, wir machen Musik. Tom Schilling, meine Damen und Herren, hat sich etwas ganz Besonderes ausgesucht. Wir werden jetzt zusammen musizieren und er möchte gerne etwas singen, was noch nie bei Zimmerfrei gesungen wurde, nämlich das letzte Lied aus Franz Schuberts berühmtem Liederzyklus Die Winterreise, das Lied vom Leiermann. Eine Herausforderung für mich. Haben wir gutes Licht dafür? Wir haben super Leiermann-Licht. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst zu meinen Liedern deine Leier drehen? Tom Schilling, meine Damen und Herren. Tom Schilling. Und nun ist es Zeit abzustimmen. Sie haben Tom Schilling kennengelernt, eine geschlagene Stunde lang. Und jetzt zeigen Sie uns mittels roter oder grüner Karten, ob dieser wunderbare Künstler bei uns einziehen soll. Rot für Nein, aber Grün für Ja. Ich bin gespannt. Hoch mit den Dingern, meine Damen und Herren. Da sehe ich 1, 2, 3, 4 Rot und 875 Milliarden grüne Karten. Keine Frage, er muss bei uns einziehen. Danke, Christine. Danke ans Publikum. Ich fand mich selber auch gut. Der Star des Abends war, Karten runter, Hände fertig zum Applaus, Tom Schilling!